Willkommen! In diesem Video erkläre ich dir, wie du zweistellige Zahlen mit 10er-Übergang addierst. Unsere Aufgabe lautet 42 plus 19. Du hast nun zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe zu lösen. Bei der ersten Möglichkeit zählst du zuerst die Einer dazu, also 42 plus 9. Das ergibt, rechne bitte mit, 51. Dann rechnest du noch die Zehner dazu, also 51 plus 10 ergibt 61. Das Ergebnis von 42 plus 19 ist also 61. Wäre die erste Möglichkeit, die Aufgabe zu lösen. Bei der zweiten Möglichkeit rechnest du zuerst die Zehner dazu. Also 42 plus 10 ergibt 52. Dann zählst du zu 52 noch die Einer dazu. 52 plus 9. Das ergibt 61. Das Ergebnis von beiden Aufgaben ist natürlich dasselbe. Es kommt die 61 raus. Hier nochmal zum Vergleich der beiden Lösungswege. Einmal kannst du zuerst die Einer und dann die Zehner dazu rechnen oder du rechnest zuerst die Zehner und dann die Einer dazu, wie es dir besser passt. Nochmal als kleine Erinnerung. Meine Einer stehen hier. Meine Zehner hier. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim weiteren Üben.